Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 594. Episode dieses City Skylines After Dark Snowfall Natural Disasters Mass Transit Concerts und Green Cities Let's Plays. Hatte ich auch beinahe Empyreon gesagt. ich sehe gerade, das sieht aber auch merkwürdig aus, wa? Das waren ja ehemalig irgendwie Kreuzungen, die jetzt natürlich völlig blödsinnig daherkommen, irgendwie, also rein optisch und ein bisschen vom Gefühl, egal. Wir bauen hier ein Autobahnkreuz, weil ich einfach etwas ausschließen möchte. Wir haben hier vorne auf dieser Verbindung haben wir Probleme. Hier fährt ein Bus, der von links kommt, fährt hier nicht gerade rüber. Und keiner weiß warum. Und keiner weiß, warum sich hier die ganzen U-Bahnen stauen. Das, oder Straßenbahnen. Das ist ja auch ein Ding. Oh Gott, nee, das U-Bahn. Na gut, ich habe alle Linien, also U-Bahn-Linien, neu gestartet. Das heißt, die U-Bahn fahren auch so mehr oder weniger hintereinander los, obwohl sie ja diese Abstandskontrolle haben, die Kokolores ist. An und für sich müsste das System ausrechnen, die Strecke, ein Zug würde 7 Minuten dauern, von Anfang bis Ende. Also teile ich praktisch die Zeit durch die Anzahl der Züge, die fährt, und berechne daraus den Abstand, wann ich sie losschicke. Das ist zu dumm, das Programm kann das nicht. Oder beziehungsweise ist nicht vorgesehen, auch nicht von der Modderei. Obwohl das mein erster Ansatz wäre, ich bin kein Modder. Ich kann nur das Maul aufreißen. Wie auch immer. Wir bauen hier, wie gesagt, dieses Autobahnkreuz. Das sah vorher ganz anders aus. Das war hier irgendwie halb im Berg drin, sah schlecht aus. Und jetzt, wo ich gucke, sehe ich auch, dass wir auch durchaus noch ein Stückchen weiter nach rechts hätten gehen können. Aber ist nun auch egal. Weil ich sehe hier U-Bahn, das können wir vielleicht noch ein Stück nach links. Egal. Okay. Wo sind wir? Hier, okay. Wir rechnen uns ungefähr 20 hier in die Richtung. Ist zufällig hier. Ein bisschen verrutscht, macht nichts. Oh, und da wird uns ja garantiert die U-Bahn foppen wollen. 5. Nee, ja nicht. Alles gut. Oh, ähnliches hier auf der Seite. Fünf und fünf bei ungefähr 90. Nehmen wir gerne. Oh, 20 ist natürlich jetzt genau hier drunter. Was sagst du denn dazu? Ist das ein Problem für dich? Du alles kann am Programm? Voll und Pfund, aber. Und zwar mit der hier, mit der Linie da drunter. Die hier drüber, die U-Bahn, stört ja glaube ich gar nicht so, oder? Hm, ja minus 17 sind wir unter. Nee, hier sind wir nicht. Hier unten sind wir minus 24. Irgendwas in der Art. Was wenn ich von hier mache? So ein bisschen kürzer halte. Oh, macht er. Da bin ich dann aber auch nicht wählerisch. Dann wird das halt eben auch ein bisschen schiefer, das Kreuz. Macht da mal die Klappe hier ab. Ich würde gerne das schön machen wollen. Halbwegs schön. So fast schön. So, wir kommen von hier ungefähr so. Ungefähr so. Okay, die brauchen wir jetzt praktisch bloß noch verbinden, die Richtung richtig machen. Haben wir ein Teil schon mal erledigt. Okay, zack, zack. Der geht dann. Na, hier hoch. Genau, und das ist jetzt. Ach, hier wegen wieder Maximallänge. Ach, und das ist ja auch ein Niveauunterschied. Das muss ich ja auch wieder mit einarbeiten. Mano, mach's mir doch mal ein bisschen einfacher. 24 auf 17, okay. Tick, 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 tick. 17. In dieser Flucht. Verbunden etwa? Ja. Drehen tue ich danach. Ich verbinde erstmal. So, hier müssen wir runter auf 24. Wird auch nicht reichen. 24. Ungefähr die Flucht. Fertig. Minus 30. What? Minus 30, hier geht er extra nochmal runter. Von wegen minus 24. Aber wie gesagt, das sind ja meine besoffenen Architekten, die bauen hier teilweise Dinge. Verstehe selbst ich nicht. So. 17. Passt, das ist natürlich alles nicht so toll. Ne? Ah, mein Gott. Muss das auch mal ein bisschen hinnehmen können, du. 24. Und den. Bei mir ist jetzt okay um Funktion, dass wir hier auch irgendwann mal mit der ganzen Anlage fertig werden.
den und den. Okay, und jetzt fährt praktisch das Ding in eine andere Richtung, praktisch draußen dran vorbei. Das heißt hier die Nummer, dass sie praktisch von, wenn sie von unten kommen, brauchen wir hier Tramlinien? Eigentlich nicht, hier gibt es keine Tramlinienverbindung. Kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Wenn nicht, schreibt mich an. Liebe Tramlinienfahrer. So, oh, das wird aber auch wieder problematisch hier oben werden. Das sehe ich doch jetzt schon deutlich. Probieren wir mal. Was passiert, wenn ich so mache? Dann nehme ich das gleich sofort. Ohne mit der Wimper zu zucken. Okay, und wenn wir das jetzt alles umdrehen, dann stimmt das schon mal. So. Und eigentlich können wir auch von hier. Oder von hier? Ja. So, können wir hier weitermachen. U-Bahn ist okay, ja, kein Ding. Sind wir gewohnt. Haha. Kann man ihn, was ist hier los? Warum meckert ihr hier wegen Mahnschiene? Habe ich hier Einbahn mit Schiene genommen, etwa? Warum? Und warum macht ihr das? Oh, oh. Na, hier ist Etappen. Oder Treppenbauweise. Nicht unproblematisch. Baut er ja nicht, weil ihm das Ding hier hoch im Weg erscheint. Machen wir es mal so. Wir bauen erstmal ihn hier. Gucken, ob das irgendwas bringt. Ja, ein bisschen. Oh, ist nicht der Tunnel der Start? Irgendwie hier ran. An die Kreuzung, die schon da ist. Egal. So, richtige Baurichtung. Hat sich wieder mit Schiene gebaut. Naja, weil ich die so oft verwendet habe. Pass auf, müssen wir hier Dingenskirchen ersetzen. Ersetzen. Außenrum würde ich sagen, alle schick. Dann die hier. Und die noch. So, Autobahnkreuz sollte rein funktionsmäßig funktionieren. Die Funktion funktioniert sozusagen. Okay, dann machen wir ihn hier noch schnell fertig. Das kann ja kein Problem sein. Gar nicht. Okay. Und jetzt hier wieder hoch auf 18. So. Ach, wenn ich sowas hier sehe. Wie auch immer. Gucken wir einfach nicht hin, dann sehen wir doch nicht. Genauso wie die Geschichte. Das sieht hier aus dem Winkel ganz anders aus. Das sieht aus, als wenn es von tief kommt, hoch geht und wieder runter geht, oder? Ist aber nicht. Ist anders. Egal. Das hier ist ein bisschen doof, aber wollen wir mal nun auch nicht übertreiben. Tüdem. Buslinienspaß. Ihn hier. Die besagte Linie ist auch aktiv. So, jetzt tippen wir sie einfach mal an. Was macht er? Genau dieselbe Scheiße wie vorher. Biegt auch ab. Und will ums Verrecken nicht hier über diese Kreuzung hier hinten fahren. Das ist ein Problem für ihn. Pah. Ha. Weiß ich nicht warum, Leute. Ich weiß nicht warum. Ich bin der Meinung, ich habe nun alle Titan, alles ausgeschlossen. Was? Ich habe versucht, an alle zu denken, an was man hier denken kann.
Also das hier ist komplett neu, das Stückchen hier. Und die Richtung funktioniert auch tadellos. Also hier fährt er über das linke Autobahnkreuz rüber. Und hier rechts doch auch. Warum passiert das auf dem Rückweg nicht? Was ist da das Problem? Hm. Hab ja vielleicht auch so die Vermutung, dass vielleicht zu viele Buslinien in meiner Stadt sind mit 32. Dass da vielleicht zu lange Buslinien bei sind mit 102. Dass das System da ein bisschen drunter krankt. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich alle Buslinien rausnehmen? Ich meine, sowas ähnlich hatte ich ja eh vor, weil es gibt hier in der Stadtmitte, gibt es klick, die klick. Haltestellen, gibt mal eine kleine in hier. Da gibt es dann sowas hier. Einfach zwei Ringe. Das habe ich, glaube 1973 gebaut, als ich mit dem Let's Play angefangen habe. Habe ich hier die beiden Linien gebaut und da gab es ja auch nicht mehr. Da war ja bloß hier die Mitte mit Zufahrt hier zum Autobahnanschluss, der irgendwo hier war. Ist ja eine Weile her, das hat sich ja verändert. Und es gibt im Gegensatz zu dieser Buslinie halt Buslinien, die sind 30 mal so lang oder so. Hm. Also ich schon ein paar Mal überlegt, ob man das nicht alles nochmal komplett umbaut. Ja, aber wie soll man das machen? Das Simpelste wäre, komplett alle Buslinien rauszulöschen. Weil da sind aber auch ein paar ziemlich lange und ein paar ziemlich... Na, wertvoll kann man nicht sagen, aber... Da habe ich auch so die ein oder andere Episode dran gesessen, hier die riesen Dinger zu machen. Also hier ist auch nervig, hier so dieser Bereich hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück, bla. Das alles nochmal machen, nur um hier so eine kleine Linie rauszumachen, ist natürlich auch doof irgendwie. Tja, ich bin ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also jetzt in Bezug hier auf diese Linie. Im Grunde genommen funktioniert es ja. Bloß, dass er jetzt halt 14 Stunden Umweg fährt hier mit dem Ending hier. Und das ist irgendwie nicht tragbar. Ich finde das irgendwie komisch. Das ist alles neu. Tram wird hier durchfahren. Ja, Tram. Ja, kein Problem. Die andere Strecke fährt hier oben lang, aber das Ding nicht. Ha. Also alles neu. Alles komplett neu. Das Einzige, was vielleicht nicht neu ist, ist hier das Stück von hier nach hier oder so. Ansonsten, das Ding ist komplett neu gebaut. Gibt doch keine Verkehrsschilder hier, weil wie gesagt, nagelneue Straße, da ist nichts Neues. Liegt das vielleicht an dem Kreuz hier, dass er hier nicht rüberkommt? Könnte man... Habe ich das schon ausgeschlossen? Nee, ne? Dort habe ich... Aber ist es ja bestimmt nicht. Pass auf. Linie, wir starten hier einfach eine Linie. Zum Flughafen. Wie würde er die plotten? Ja, fährt er ganz normal rüber über das Autobahnkreuz hier. Seht man ja mehr oder weniger deutlich. Wenn er ihn auch hinseht, seht er blinken. Das heißt, das funktioniert. Hm. Also, das ist hier dieses Stück irgendwie. Pup. Kein Plan. Hm. Ja, ist das die Masse oder ist das, ist das irgendwas, woran ich jetzt nicht denke? Ich meine, ich weiß ja nicht, gibt es irgendwelche Limits? Gibt es irgendeine Seite, wo das definiert ist, wo man das nachlesen könnte von der Sache? Wisst ihr noch was? Hm. Gut, ich lasse einfach mal Wetter laufen. Wie sieht es hier aus? Läuft es flüssig einigermaßen? Weil da hatte ich auch so einige Ruckler festgestellt in letzter Zeit. Vor zwei Episoden war es ganz schlimm gewesen. Da hat sich das Ding fast ja nicht bewegt. Also, ja, jetzt geht es offensichtlich besser. Der Verkehr fließt doch. Und das war Stop and Go vor noch nicht allzu langer Zeit. Zwei oder drei Episoden. So, Tunnelcheck. Ja, hier stehen sie komischerweise an. Hier ist wieder so ein Waggonzug. Haben wir auch schon ein paar Mal jetzt hier gesehen. Wo kommen denn die her? Und ich sehe unterschiedliche Züge hier. Ich sehe lange Abteile und ich sehe hier kurze Abteile. Obwohl ich doch unmissverständlich gesagt habe, dass ich gerne hier die Tokio-Dinger haben wollte.
Die Sprache spricht ja nicht. So, unterm Flughafen kommen wir nicht ran an die Dinger. Nee, Quatsch, jetzt habe ich wieder Station entfernt. Wollten wir nicht. Hallo? Oh, er macht wieder Dinge hier. So, der wieder geflickt. So, macht den mal aus. Und mach ihn hier an. Und das ist nur Tokio U-Bahn. Sieht man hier die 312. Ne, guck mal, hier ist noch eine 48. 48 heißt eine Draisine oder so fährt er lang. Wir sind immer noch nicht alle Züge draußen. Ach ey. Ah, was ist denn 0 von 48? Ach, das ist hier wahrscheinlich dieser eine? Nee, nicht Haltestelle zufügen. Hau doch mal ab. Ah, hier unter den Flughafen kommt man nicht runter. Das ist auch nicht gut gedacht, Leute. So von ganz schräg, von hinten irgendwo, über die Schulter mit einem Spiegel. Nee, kann ich ran. Muss ich mich irgendwie anders hinklickern? Nehmt mir mal den. What? Natürlich genau in die andere Richtung. So. Und so, das ist jetzt er hier. 0 von 48, da ist irgendwas am Argen. Haben rausgenommen. Angeblich. Weil kann durchaus sein, dass er hier das alt in die Richtung blockiert, weil die stehen ja hier. Was, warum fährt er denn los? Ich hab dir doch eindeutig den Befehl hier zur Selbstzerstörung. Hallo. Krieg mal jetzt. Bup, 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 bup. Sind doch immer wieder Abteile dran. Habt ihr gesehen? Der Zug, der eingefahren ist, ist auch kürzer geworden. Also, ist das jetzt auch wieder ein 48er Abteil oder was? Doch. Ja, also die Züge, die hier einfahren am Flughafen, haben nur eine Größe von 48, obwohl das diese Tokio-Serie ist. Oh, ist das schwach. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Liegt das an diesen Tokio-Zügen? Grübel, grübel. Weil die waren ja eh sehr, 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 sehr lang. So, er fährt raus. Mal sehen, was passiert hier mit der 48. Jetzt sind zwei Züge übereinander. Man kann das hier auch nicht scrollen, vergrößern oder so. So, ist nächste Rennen gefahren und zwar 48 geworden. Ja, irgendwas haut mit den Dingern hier hin. Ich brauch mal einen anderen U-Bahn-Zippel. Wo könnte eine andere U-Bahn aufhören? Beispielsweise hier. Ah, genau dasselbe Ding. Obwohl hier sind es 312, obwohl es auch bloß ein Waggon ist. Okay. Mhm. Was und. Ah, die kleben wieder alle hier. Das Ding hatten wir doch schon mal. Kurz bevor wir. Also, ich hatte die ganze Linie nochmal neu gelauncht. Also nochmal alle Züge runtergenommen und komplett neue Züge reingehauen. Und die stehen wieder hier. Also, was ist denn hier kaputt, Leute? Also, wird nicht explizit an dieser Station liegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und er deutet hier auch andere Waggons an. Irgendwie kann das sein. Ja. Ich werde es nie lernen. Hier. Ratlosigkeit, Leute. Also passieren echt merkwürdigste Dinge hier gerade. Hau weg. Serial. 1, 2, 3. Kriegen wir den noch daneben?
Natürlich nicht. Pass auf, der nächste hier hin. Geht wieder nicht wegen blöder Stromleitung. Passt jetzt? Jetzt, oh, jetzt passt sie auch hier hin. Katsching. 1, 2, 3. Hier nur eine hin, so ganz am Ende der Stadt. Machen wir's. Kannst du gerade machen. Ich würde es einfach bloß testen, ob sich dieses Problem weiter verlagert an das neue Ende, was da hinten entstanden ist. Ich nehme es stark an. Und ich glaube, dass diese Tokio da U-Bahn keine gute Lösung ist. Okay, haben wir den. Jetzt greife ich mir einfach ihn hier. Und ziehe ihn bis hierher. Und spendiere ein paar neue Haltestellen. Alle super glücklich. So ist recht. Und das war hier. Hier steht der Zug. Okay. Lass mal laufen. Natürlich oberirdisch lass laufen, wo wir gerade unterirdisch waren. Pappnase. So, hier fährt doch irgendwas weiter und hier wird doch ein Zug von Geisterhand irgendwie länger. Fährt jetzt auch weiter. Ja, bleiben wir mal schnell dran und gucken, was hier hinten passiert. Oh, er knallt durch. Er muss er ja nicht anhalten, oder was? Nee, die Sau. Was macht er denn? Und? Voller Zug. Der hinten zum Halt kommt. Naja, vielleicht nimmt er die neuen Stationen auch erst in der nächsten Runde mit. Wenn es eine nächste Runde gibt, so zack, da kommt der nächste Zug. Und stellt sich einfach hinten drin in die letzten Abteile irgendwie. Na, tut sich jetzt hier noch irgendwas? Das ist doch relativ schwer zu kontrollieren gerade. D-Wort. Oh, doch, hier fährt wieder was raus. Okay. Fühlt sich dann jemand jetzt angesprochen, hier mal irgendwie Fahrgäste einzusammeln? Macht er. Aha. Ja, aber warum war die Endhaltestelle dieser Station so buggy? Wieso? Warum? Weshalb? Weswegen? Echt merkwürdig. Und ich vermute, dass wir das auch noch an einer anderen Stelle haben. Die Ost-West und die Nord-West-Südost hat ja auch irgendein Problem. Also, Fahrzeuge sind alle draußen und auch wieder alle gesammelt hier hinten. What the fuck? Ja, vermute ich, dass es dann an der U-Bahn liegt. Gut, werden wir in der nächsten Episode austauschen. Also ich knall die raus und hau dann wieder die alte U-Bahn drin. Einfach nur, um das auszuchecken. Gut, unbefriedigt machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super, klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.